Achim Dähler, Christian Bachmann, Geschäftsleiter von Volley Könitz und Kommunikationschef von Volero Zürich. Vielleicht zuerst der Achim Dähler. In einer Woche geht es los mit dem Playoff-Finale gegen Volero Zürich. Was erwartet ihr von eurer Mannschaft? Ja, von unserer Mannschaft erwartet natürlich eine Top-Leistung. Ich meine, das ist der Höhepunkt für Volley Könitz. Volero hat jetzt heute schon einen Titel gewonnen und vielleicht sind sie schon ein bisschen satt. Habe ich zwar nicht Angst, dass ihr wieder motiviert seid. Und ja, ich habe es vorhin schon Courtney Thompson gesagt, der erste Titel hat sie ja mit Könitz geholt 2009, jetzt heute der zweite mit Volero. Und jetzt schauen wir, wenn es den dritten gibt und für wen. Ja. Aber klar, Volero geht als ganz klarer Favorit in die Playoff-Serie. Nehmen wir an, das siehst du genau gleich, oder? Ja, ich hoffe es doch. Und bis jetzt waren es ja 8 Double-Siege immer. Und ich hoffe, also jetzt ist der 9. Cup-Sieg dazugekommen. Ich hoffe, dass es also weiterhin im Zweierschritt vorwärts geht. Aber es wird nicht eine einfache Geschichte. Also ich erinnere mich immer wieder an den 1. Februar in Könitz. Es war doch eine knappe Sache gewesen, ja. Und dann mit dem Satz, das Argument im Jahr, Christian Bachmann, das zieht wahrscheinlich nicht. Weil nur mit dem Meistertitel qualifiziert man sich dann schlussendlich auch für die Champions League. Ja, das ist richtig. Und falls wir nicht in der Champions League könnten, dann wäre ein grosses Stück weg für uns. Wir leben von der Champions League und haben auch klare Ziele dort. Aber eben, jetzt haben wir das Cup-Kapitel mal schön abschliessen. Das feiern wir heute noch. Und der Finale ist jetzt von der Meisterschaft ist da. Das ist noch das Thema. Also, bevor wir in die nächste Saison schauen, machen wir jetzt zuerst den Schritt. Ja. Achim Dähler, Volero Zürich ist jetzt zum dritten Mal hintereinander Cup-Sieger geworden, der 9. insgesamt dominiert die Meisterschaft, gehört zu den 8 besten Mannschaften von Europa. Wie wollt ihr dieser Mannschaft überhaupt das Bein stellen? Ja, da bin ich falsch an der Frage. Der Guillermo Gachard, der sich sicher schon einen Gameplan hat ausdenkt. Wir können nur mal schauen, dass wir am 9. April gegen Volero 1930 im OZK eine volle Halle haben. Da werden wir vieles dafür machen, dass wir vielleicht Volero wieder beim 1. Februar in Bedrängnis bringen können und dann allenfalls den Matchbau auch nutzen, dass es zumindest zu einem 4. Spiel kommt. Das wäre für uns sicher schon mal ein sehr wichtiger Schritt. Aber ja, wir glauben, wir haben ja schon noch ein paar Trümpfe in der Hinterhand, aber zu viel sagen wir nicht. Und das ist vor allem der Trainer, der natürlich da das letzte Wort hat. Ja. Apropos das letzte Wort, das habt ihr als amtierender Meister. Ganz ehrlich, wie gross ist der Respekt vor Volley Könitz? Sehr gross, also sehr gross. Volero hat erfolgreiche 10 Jahre, jetzt haben wir zurückgeschaut. Aber vorher, würde ich sagen, ist er sicher ein Könitz-Zeit gewesen, lang. Also bevor ich selber Volero kennengelernt habe, habe ich Könitz schon gekannt. Und für mich persönlich schon. Also die Ehrfurcht ist gross. Und eben, man hat es jetzt gesehen, es war jedes Spiel spannend gewesen. Und es ist schlussendlich die oberste Spitze vom Schweizer Volleyball. Und die muss man schon ernst nehmen. Wenn man das nicht macht, dann kann man unglücklich vielleicht aufs Maul. Christian Bachmann, Achim Dähler, viel Glück und danke fürs Interview.